Piers! Oh nein! Wer bist du denn? Da muss ich auch noch einen Quicktime und ich habe zu spät reagiert und verkackt jetzt. Was ist das für ein Viech? Keine Ahnung, sieht aus wie Nanosuit aus Crisis. Ein bisschen. Hier gibt's auf jeden Fall eine Waffe. Wollen wir kurz was sagen? Wir befinden uns jetzt im vierten Kapitel der Chris-Kampagne, nachdem wir das dritte durchgestanden haben. Und durchgestanden ist echt das richtige Wort, denn ich weiß nicht, wann ich zuletzt sowas Nerviges und doch irgendwie Schlechtes gespielt habe. Na ja, komm, also die Szene mit der Schlange war schon total ja, aber das, episch und nicht gut. Was ist das für eine Waffe? Toll, eine schwächere Sniper als die Sniper, die ich von Anfang an hatte. Mit welcher Begründung sollte ich die jetzt... Was ist das denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall etwas, das explodiert. Explodiert. Ein Boom, ey. So. Hoffen wir, dass das vierte Kapitel wieder ein bisschen besser geht. Und am besten keine Autoverfolgungsjagd beinhaltet. Nee. Damit wäre uns schon sehr geholfen. Autoverfolgungsjagd. Ich denke mal nicht, dass jetzt hier an diesem, auf diesem Frachter irgendwie Autoverfolgungsjagd stattfindet. Man weiß es nicht. Ich meine, es war innovativ, das kam in der Resident Evil Serie bisher noch nicht so vor. Ja, aus gutem Grund, weil es scheiße ist. Richtig. Wenn du genau hinguckst, siehst du da oben noch zwei Typen, die auf uns schießen. Wenn ich genau hingucke? Ja. Wirklich? Oh, wir können hier wieder runter. Komm in deiner verkackten Kiste hervor. Dann wollen wir doch mal... Nach oben. Ach, da drüben bist du schon. Nein, ich bin eigentlich da, wo du gerade eben standest. Achso, okay. Aber wo müssen wir hin? Einfach wieder runter und nach vorne. Würde ich mal so dezent sagen. Ah, da hin. HQ hier, copy that. Garantiert spaßig, wenn wir dann in der Ada Wong-Kampagne einfach vor Chris und so weglaufen. Ja, genau. Genau, Missionsziel 4 Kapitel lang. Flüchte vor deinen Verfolgern. Halte A gedrückt. Um zu flüchten. Oh, das explodiert. Achtung. Sehr gut. Ja. Quickshot. Oh, da steht Adas Auto. Ja. Komisch, in der Videosequenz hat es noch Einschusslöcher gehabt und jetzt sieht es aus wie neu. Mich eben auch irritiert hat die Tatsache, dass vor der Videosequenz kein Gegner vor mir stand und nach der Videosequenz steht plötzlich einer vor mir und erschießt mich. Ja gut, das ist ja die Nanosuits aus Crisis können sich ja nun mal unsichtbar machen, das nutzt sich jetzt wirklich. Boah, die platzen so auf, das ist eklig. Geh mal hier rechts rum und guck mal, ob da irgendwas Besonderes ist. Ich geh mal links rum und guck, ob da irgendwas ist. Da trennen wir uns, das ist gar nicht die klügste Wahl. Oh, er hat Hebel umgelegt. Yeah, noch mehr Gegner. Ich bin getroffen! Zu Hilfe! Wirklich zu Hilfe? Nö. Also ich bin jetzt hier am Ausgang. Ja. Ich gönn mir mein Späßchen mit dem Granatwerfer. Oh, das war daneben. Hi, das war getroffen. Zack, Treffer! Also für einen Granatwerfer schießen diese komischen Granaten ganz schön weit und ganz schön kerzengerade. Man kennt das ja aus anderen Spielen eher so, dass die einen gewissen Bogen machen beim Fliegen. Ja. Wenn du hier gerade quer durch den Hangar schießen kannst, habe ich das Gefühl. Wo lebst du denn noch, du Penner da oben? Komm jetzt her, da. Kommst du mal her? Der lebt ja immer noch! Ich nehme mal meinen Sniper. Wo ist er denn? Da oben. Ach. Sieht aus wie ein riesiger Mistkäfer. Das Ding zoomt so langsam. Warum wolltest du jetzt darüber? Weil da irgendwie so eine Tür ist, wo wir durchgehen können. Ja, aber hier oben ist eigentlich viel interessanter. Guck, ich habe die nächste Videosequenz ausgelöst.
Well, that's just great. What else can go wrong? How the hell are we supposed to get that bulkhead open? We'll figure something out. That's our job. Komm mal. You and I have a mission to complete. Got it? Yeah. Mein Weg ist, glaube ich, auch richtig. Nur auf eine andere Art. Weil bei mir sind ja auch dauernd Missionsziele. Ich soll da runterspringen. Ja. Zu mir und so. Da ist ein riesiger Sprengsatz. Siehst du den gerade auch? Ja. Toll, da musst du mich rüberwerfen und du bist nicht hier. Na toll. Captain. Blöd. Komm dann mal. Ah, auf mich wird geschossen. Hoffentlich richtig. Verarzte dich, wirf dir Pillen ein oder ich hab keine mehr. Irgendwas. Ich kann auch keine mehr mischen. Wer verfolgt? Von was? Von Blatzis. Toll, die gehen jetzt alle die Treppe wieder runter. Wollen sie doch. Hier bin ich. Hallo. Na komm mal her, Bub. Ich hab sie gesprengt. Und rüber. Geronimo! So, jetzt bin ich hier. Und oh nein! Bewegen sich die Dinge. Mann, Mann, Mann. Das hab ich nicht kommen sehen. So, was ist hinter mir? Ein Haufen von nichts. Was ist vor mir? Ein Weg. Ja, fine. Also, ich könnte jetzt hier runter, aber das mach ich mal nicht. Just keep going. We'll meet up eventually. Diesen nervigen Granatwerfer kommt man nicht herwohl, will man cheaten. Ich muss mal zwei Blendgranaten wegwerfen. Aber die sind äußerst effektiv, diese Granaten. Ja, aber dadurch konnte ich Kraut aufnehmen. Jetzt mutieren die schon, ohne dass ich irgendwas abschieße. Ah! So, mit so und so und so. So, jetzt glaube ich weiter. Hey, die nehmen jetzt wirklich absurde Gestalten an teilweise hier. Du meinst die Mistkäferform? Ja. Genau diesen. Ich hab dann mal das Ding ausgerichtet. Und jetzt wird auf irgendwas mit dir gewartet anscheinend. Ja, ich komme rüber. Ah. Oh, ich muss X drücken. Sehr oft hintereinander. So, mach. Ich werde da drüben abgesnipert. Hol dir mal den vom Leib da. Da ich muss hier das Ding festhalten, sonst dreht sich das wieder zurück. Oh. Na dann, ist das Blade. Ach, du hast es doch gleich. 4 Meter noch. Bye. Achtung, hinter dir. Ja, tu einfach mal mit Granatwerfern umschießen, wenn da irgendwie so eine Rakete neben uns steht, ne? Ja, ist eine kluge Idee. Jetzt? Was soll ich tun? Keine Ahnung. Ich kann hier das Ding so festhalten. Und wenn ich es halt loslasse, fällt es wieder zurück. Wir müssen wohl irgendwie die Rakete zünden. Ja. Ich hatte eine Granate getroffen. Hier? Ein Tic-Tac. Ja. Kannst du da nichts drücken an dieser verkackten Rakete? Kriegst du noch mal aus, dann guck ich mal. Moment. Wir sollten erstmal entfernen, was da drüben rumsteht. Ja. Da ist noch einer. Du triffst die Rohre, ziemlich gut. Okay. So, ich richte sie noch mal aus. Hi, der Richter! Ah, ich muss A drücken hier. X, 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 X.
Okay, wenn ich da kill, muss ich einfach nur X drücken. Und schon ist die Tür wieder auf. Ja, wir müssen aber noch die Treppe runterfahren. Ja, das gehen wir den Weg, den du vorhin warst. HQ, komm in. We're continuing our mission to apprehend Wong. Now let's get those stairs back down. Mann, wir werden schon wieder beschossen. Wenn wir nicht mal in Frieden irgendwas machen. Wir versuchen nur, denen ihre Treppe zu reparieren. Richtig. Mal ein bisschen Dankbarkeit zeigen. Geht's irgendwo runter? Negativ. Ich hab davon ausgegangen, dass hier irgendwie... verkackte Seil zurück. Oh, bitte nicht. Sag mir doch einfach die Wegfindung. Sag davor. Und hallo, Wegfindung. Da vorne bestimmt runter. Oh Gott. Nö, doch nicht. Doch, da ist eine Treppe. Oh, wir laufen dahinter. Weil wir generell unaufmerksam sind. Ja gut, weil hier so viel Action passiert, dass wir gar nicht aufhören, aufpassen können. Was ist denn in diesem Helikopter drin? Da kann man rein. Befanden sie sich hinter ein blaues Teil! Yeah! Und zwei Thronen. Ein Typ! Wo? Oh. Vielleicht war es ja noch drauf. Schon wieder eine Blendgranate wegwerfen. So, wo ist jetzt deine komische Treppe, die oben sinkt? Der rechten Seite am Ende. Oh nein, ich werde gefistet. Da sind ganz schön viele Feinde um dich rum. Ja. Eigentlich sind es Freunde, aber wer solche Freunde hat, ne? Weißt du. Wie gesagt, da vorne. Dahinter? Ja, genau. Ah, was willst du denn von mir? Wer denn? Ein Typ. Noch mehr Typen. Och nö. Denn? Mal gucken, was aus dem wird. Ah ja, hier, wo es weitergeht. Aus dem wird so ein großer. Hey. Oh, das ist so ein Explodierhammer in andere Richtung. Oh, das ist so ein großer andere Richtung. Verdammt! Na komm, den kriegen wir leicht platt hier. Einfach nur mit der Schrotflinte drauf. Wenn hinter uns explodieren würde, natürlich unnockt. Also wohin die gingen? Ich hab meinen Rücken entlöst. Liegen wir gerade beide auf dem Boden? Ja. Das ist schlecht. Haha, wir haben noch so besiegt. Nein, wo kommt der denn jetzt her, verdammte Scheiße? Jetzt sind wir doch noch tot. Nee, du, ich lebe. Guck, ich stehe. Hm? Verdammt, weißt du, der letzte Checkpoint. Da stehe ich irgendwie so eine halbe Stunde neben dir, guck, wie du massakriert wirst und schrei dann Pierce! Now that's how you open a door. Na komm, wir glauben einfach hier. We're continuing our mission to apprehend Wong. Now let's get those stairs back down. Die beiden Kisten muss ich trotzdem aufmachen. Wow! Was ist das denn? Ich mach jetzt wirklich einen auf Alex Mercer hier. Cool. Hau den mal weg. Oh ja. Die Leute kaputt haben.
hinter dir, Boah, schon gechillt. Kaputt. Kopf zermatscht. Oh ja. Da ist noch so ein Armtyp. Das ist auch mein Lebensmotto. Kopf zermatscht. So, haben wir es jetzt, ja? Ja. Gut. Weiter im Programm. Gut, dass wir drüber geredet haben. Eine kleine Aggressionsbewältigungskur ist wirklich elementar. Da kommen jetzt gleich welche runtergehüpft. Guck, ich kenne das Spiel schon auswendig. Flashbang! Hihi, ihr Ficker! Blendet. So, was in Stücke zerfetzt wird, kann sich nicht mehr verwandeln. Guter Grundsatz. Ja, ne? Dem halte ich mal fest. Da kommt noch einer. Oh, falsche Sniper. Stirb! Komm jetzt mal hier, dass wir mal weiterkommen. Ich will mir jetzt selber nicht mehr zugucken, so oft wie du gerade gestorben bist. So, den habe ich noch erwischt. Lässt dir was fallen? Nö. Gut, dann komme ich zu dir. Ah, freust du dich eigentlich auf die Umsetzung von Resident Evil Revelations? Eher zwiegespalten, ob das was wird. I'm going for it. Also die 3DS-Version wurde ja in höchsten Tönen gelobt eigentlich. Ja, aber weiß Gott, was für die PC-Fassung draus machen. Oder die Xbox-Fassung oder welche auch immer. Eine gute Fassung, hoffe ich. Bist du denn schon wieder hin? Oben. Bin ein Freund des Einsatzziels, weißt du doch. Wo bist du denn jetzt wieder lang? Ach, da eine Leiter. Junge, Junge, Junge. Das war enorm nichts. Ich lauf doch nicht so weit weg. Ja, hier ist eh wieder so eine Koop-Tür. Sind wir da oben in diesem Kommandoraum und müssen eine Taste drücken. Bestimmt müssen wir zwischendurch Typen töten. Oh, das kann sein. Ah nee, wir müssen einen Hebel umlegen, tut mir leid. Falsche Informationen. Ich hab den Hebel umgelegt. HQ to Alpha. Fighting in the city is spread. You need to apprehend Ada Wong now. Copy that. Tell our boys to hang in there. Mach ich. Jungs, halte durch. Oh, diesmal haben wir die Leiter gleich gesehen. Bitte? Diesmal haben wir die Leiter gleich gesehen. Nein, ich hab sie gleich gesehen. Hätte ich nicht dagegen gekickt, wäre sie dir entfallen. Oh, ja, natürlich. Was sonst? Ein Jet! Meinst du, das ist der Jet, mit dem wir später in der Leon-Kampagne durch die Gegend fliegen? Are you kidding me? Nee, der war nicht so cool bemalt. Meinst du, das ist der Jet, den wir jetzt in der Chris-Kampagne töten? Das ist der Chat, der. Ja. Vielleicht Geschichte ist, nehm ich mal. Denke ich auch. Pack schon mal deinen Granatwerfer aus. Ist ausgepackt. Und schießt da mal so ein bisschen drauf. Typ neben mir, Typ neben mir, Typ neben mir. Na dann, Attacke. Laut Ziel sollen wir den gar nicht töten, sondern einfach nur Ada hinterher rennen, glaube ich. Dann müssen wir wohl Deckungsmöglichkeiten ausnutzen, um zu unserem Ziel zu gelangen, möglichst lebend. Ja, und möglichst rennen wir auch einfach quer durch den scheiß Hangar und werden nicht einmal von irgendwas getroffen. Doch, du? Keep it live. Also ich wurde nicht getroffen. Wo ist denn jetzt der Jet? Der knockbackt dich nur nicht, wenn er es tut. Ah, da komm hinten mal her ist hier. Er. Der schießt munter in unsere Richtung. Ja doch, die Sequenz war sinnvoll. War
was auch immer der Jet jetzt für eine Herausforderung sein sollte, er war keine. Hinter dir! Oh, den knock ich. Verdammt, daneben geschossen. Man schießt mit der Granate 1 Meter daneben und die nehmen nicht mal Schaden, das ist doch Mist. Ich lade mal gemütlich nach und Hinter uns! Hinter uns sind zwei. Wo kommen die denn jetzt her? Der hat eine Raupe als Arm. Und er hat gar keinen Arm mehr. Oh, die Mistkäferchen. Tritt ihm doch nicht in die Eier. Wie unhöflich ist das? Äußerst effektiv, wie wir bereits einige Kapitel vorher festgestellt haben. Lass mich mal eine Arbeit fertig machen hier. Er lebt immer noch. Da kommt gleich wieder ein Bowser. Oh, da hast du mir noch den Nick gebrochen. Sehr stilvoll. Ja, ne, finde ich auch. Wo ist denn Bowser? Bowser ist noch am Spawnen, dauert das ewig. Verrecke! Irgendwas hat mich getroffen. Da ist der Bowser. Ja, stimmt. Oh, da war der Bowser. Ja, hätte Mario Granatwerfer, wird das alles besser klappen mit der Peach. Ich verstehe immer noch nicht, was der Jet da soll. Soll das in irgendeiner Form störend sein, dass der anwesend ist? Ist das erst auf den letzten zwei Schwierigkeitsgraden von Bedeutung? Kannst du nicht sagen, jetzt. Keine Relevanz für uns. Meinst du, der kommt nochmal? Als unsichtbarer Schlangenjet? Ja genau, Schlangen kommt dann nochmal am Ende und sagt, Hallo! Jet Revenge! Can you feel it spreading through your body yet? I'm just giving you exactly what you gave me, Simmons. At first, you'll be afraid. But don't worry. You're just becoming the monster you always were. You and everyone else on the planet. You and your family may have shaped the world into what it is today, but starting tomorrow, it's all going to change. Oh, eine Flashbang. Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich habe nur noch 2 Kräuter, verdammt. Ich muss gleich mal eine Granate verbrauchen. Beim nächsten Gegner, den wir treffen. Ich lad mal generell nach, dass ich ein bisschen Platz im Inventar bekomme. Oh. Hattest du gerade vor, dein Messer nachzuladen? Ja, genau. Kommt so eine frische Klinge, ne, kann ja schaden. Nächstes Mal, wenn wir so ein Teppichmesser mit. It's Ada! Das ist eine andere Ada! Boah! Ada! Schlampe! Ada, stopp! Ich meine nicht, dass sie so schnell ihr Kostüm wechseln kann. Vielleicht doch. Waaaaaa! Na toll, du lässt mich gar nicht meine Granate werfen. Beim nächsten Gegner tun. Wie du willst. Öffne die Tür. Los, Lakai. Bin dabei. Wirf deine Granate. Granatiere sie. Kabum. Und schon habe ich wieder Platz im Inventar. Hör auf dich zu verwandeln. Hör auf dich zu verwandeln. Lass das. Flashbange dich. Du Arsch. Einen Platz. Oh, da geht's lang. Wo geht's hier hin? In einen weiteren Korridor mit weiteren Gegnern. Corridor of Evil.
Verwirrend. Ich bin Gänge. In der Dusche. Hier ist ein Typ, der duscht. Den wollte ich stealth killen. Ha, Achievement. Jetzt lasse ich mich sterben, damit wir nochmal an die Sequenz kommen. Traust du mir das zu? Das war dieses, führe 5 Stealth Kills aus. Wo hast du denn die anderen 4 gemacht? Weiß nicht, irgendwann, wenn ich immer angeschlichen kam und so Genickbruch habe. Ich glaube, da ist was. Übrigens, wenn du schon Genickbruch sagst, genickbruch.de, das beste Wrestling-Forum im deutschsprachigen Raum. Möchte ich mal ein bisschen Schleichwerbung machen. Was? Das beste was? Wrestling-Forum. Oh, gut, dass ich mich für sowas gar nicht interessiere. Ich auch nicht, aber man muss ja ab und zu mal sagen, was man so kennt. Der nette Mensch, mit dem ich mein Büro teile, interessiert sich dafür sehr, daher kenne ich. Mein Gott, deine Arme mutieren immer weiter. Ich habe eine zweite Granatenart. Guck mal, ich bin bereit und willig. Wo denn? Komm her. Geil. Nimm mich. Oh. Was ist die zweite Granatenart aber? Könnte das nicht mal irgendwo stehen? Man sieht's vom Bild her nicht. Ich werde es gleich wissen, wenn ich auf irgendwas geschossen habe. Oh, hier drüben liegt Munition. Einmal, das war's. Ja, weil wir nicht genug davon haben für unsere 400 Waffen. Ich bin ja auch absolut nicht gewillt, irgendein Deckungssystem zu verwenden, ne? Doch, ab und zu drücke ich mal auf Deckung, aber dann entscheide ich mich immer wieder dagegen. Kommt, ich will meine neue Granate ausprobieren. Doch keine, das ist unfair. Die ganze Zeit sind überall Gegner und dann, wenn man sie braucht, sind keine da. Upstairs, move. Die hat einen gemütlichen Gang drauf dafür, dass sie verfolgt wird. Mach doch mal hier. Säure. Ja, sieht aus wie Säure. Toll, da sind die Explosionsgranaten lustiger. Ja. Brauchst ja 2 Volltreffer, dass die sterben. Wer sagt, dass ein Volltreffer war? Ich. Du. Dann mach mal die Tür auf, Lakai. Wow. Huch. Eliminieren Sie alle Feinde. Irgendwas hat mich getroffen. Und ziemlich runtergehauen von voll auf null. Irgendwas hat mich schon wieder getroffen. Das sind diese Dinger hier. Auf engem Gang sind die böse. Ja, mit ihren scheiß Schwingerärmen. Okay. Ja, mit ihren Schwengelärmen. Mhm. Ihren Schwengelärmen? Tennisärme? Oh ja. Ah, die haben viel trainiert. Da weißt du, wie die hier trainiert werden. Mit dem Brothers-Abo. Wer nicht weiß, was Brothers ist, möge es einfach mal gucken. Wir tun jetzt einfach mal ein bisschen Granatenspam greifen und dann ist alles okay. Ja, das funktioniert nicht so richtig gut. Bin schon wieder am Boden. Da kommen schon wieder welche. Wieder mehr. Was war denn das? Gegen Granaten, trotz Friendly Fire off, nicht immun bist? Ich weiß es nicht. Weil das wirkt nämlich gerade so. Ja.